Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das... Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Shalom und herzlich willkommen zu Chaos auf Deponia. Das ist der zweite Teil der, ja, ist aber schon recht beliebten Deponia-Reihe. Und wir befinden uns jetzt im, naja, Tutorial. ja. Ich meine, gut, ihr habt jetzt den ersten Teil bei mir zusammen gespielt und ihr wart live dabei, hautnah, mittendrin und so. Braucht ihr dann wirklich ernsthaft ein Tutorial? Jetzt erstmal wirklich ernsthaft ein Tutorial? Also jetzt so mal richtig ernsthaft? Ich denke nicht. Hier, einfach guckt hier auf Überspringen. Ihr müsst da jetzt übrigens auch mit eurer Maus draufklicken. Ich kann das nicht. Ihr müsst mir dabei wirklich helfen und mich unterstützen. Ihr müsst auf Überspringen klicken. Hier. Da, wo das Überspringen leuchtet. Auf das X. Ich zeig da mit meiner Maus gerade drüber. Überspringen. Überspringen. Tut es! Los! Überspringt! Ihr seid noch da? Meine Güte, ihr wollt wirklich das Tutorial sehen, oder? Rufus? Die wollen das Tutorial sehen. Okay. Gut. Dann klicken wir jetzt mit der linken Maustaste auf Bozo. Rede mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, Ja, was weißt du denn nicht? Wie man ein Objekt ansieht? Wie man ein Objekt ansieht? Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechtsklicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Sieht ja aus wie ein Ping-Pong-Ball. Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, Das muss einfacher gehen. Ach. Manu, wo ist er denn? Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Oh Mann. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Ach so? Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Naja klar, mit dem Ping-Pong-Ball auf die und so. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Und
Kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Ich war ja wirklich gerade dabei. Hier, guck. Sieh her, Bozo. Ich habe das Teil repariert. Ja, das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Auf jeden Fall. So, das ist ja geil. Wo machen wir jetzt ja mal ein bisschen rein? Was ist... Zeigt mir hier was an, was gar nicht da ist. What? Dieses Ding soll ich also reparieren. Genau. Aber du musst vorsichtig sein. Vorsicht ist was für Leute, die nicht mit Überraschungen umgehen können. Aber in diesem Fall wäre die Überraschung der Pressenstempel, der dir mit der Kraft einer herannahenden Dampfwalze den Schädel... Psst! Du verderbst mir noch die ganze Überraschung. Echt mal. Wenn du soweit bist, musst du... Nicht vorsagen. Wie du meinst... Ja, ich will das hier alles alleine machen. So. In die unauffällige Aussparung. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Ich mal, Bozo. Wie du meinst. Ich drücke jetzt den Knopf. Diesen Knopf. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht.